Er trotzt der Energiekrise wie kaum ein anderer. Und das ohne Photovoltaikanlage und ohne Erdwärmepumpe. Franz Josef Bollwein errichtete sich kurzerhand ein eigenes Windrad. Imposante 50 Meter hoch ragt es über der Gemeinde Pömmern bei Wilhelmsburg. Wie kann man das jetzt vorstellen? Jetzt haben Sie ein Windrad. Ja? Wie kommt man darauf? Wie wird das gewartet? Wie kümmert man sich um ein Windrad? Gut, dann gibt es einige... Entschuldige, da gibt es einige Dinge, die sozusagen ja, für einen Laien nicht ganz verständlich, aber doch erörtert werden müssen. Das Windrad hat einmal 50 Meter bis zur Nabenhöhe. Ist ein Stahlturm, der unten einen Durchmesser hat von ca. 2,50 Meter bis 2,70 Meter, so ganz unten 2,70 Meter und oben einen Durchmesser hat von 1,30 Meter in etwa. In diesem Stahlturm ist von unten bis nach oben eine durchgehende Steigleiter montiert mit Sicherungsschutz gegen Abstürze. Also wo man sich eignen kann, quasi mit einem Klettergeschirr. Man hängt sich mit einem Geschirr ein und dieser Läufer läuft mit auf der Schiene bis nach oben, sollte man ausrutschen oder soll dann schlecht werden, dann wird man natürlich abgefangen und es passiert nichts weiteres. Das einmal zum Aufstieg. Dann steigt man oben aus dem Windrad aus, das ist ein größeres Mannloch, steigt auf eine Plattform, die sehr schmal ist, gerade Fußbreite, und geht über diese Plattform, auch oben wieder eingehängt, bis zur nächsten Leiter, eine kurze Leiter, wo man auf die Gondel dann außen aufsteigt, weil der Platz innen wäre nicht möglich, es ist nicht so viel Platz vorhanden. Und dann hat man oben sozusagen Handlungsfreiheit. Man kann durch das kleine Loch oben noch durchsteigen und hat oben ein Geländer, ist natürlich schon angehängt und hat natürlich dann oben alle Möglichkeiten, dieses Windrad mehr oder weniger zu servicieren. Was hilft natürlich, ist wahrscheinlich Schwindelfreiheit. Die Schwindelfreiheit ist Voraussetzung. Ohne dem braucht man das nicht machen, weil dort ist natürlich ein Unglück geben und das ist eigentlich zu vermeiden. Ja? Und dann ist oben natürlich einiges zu machen, nicht immer, aber fallweise. Da gibt es zum Beispiel einen Sicherungsschalter oben bei Sturm oder bei Orkan. Ist eine Kugel aufgelegt auf einer kleinen Fläche und diese Kugel würde dann kippen und schaltet über einen Notausschalter das Windrad auf Null. Ja. Passiert das, muss man natürlich diese Steigleiter hinauf, die Kugel wieder auflegen, wieder hinunter und kann dann wieder starten. Das heißt, wenn du es jetzt richtig verstehst, dass bei Orkan sich der Turm neigt und durch die Neigung des Turms die Kugel nach hinten rollt und dann das Windrad abschaltet, ist das so? Naja, sie fällt einfach weg. Die Kugel ist nur auf einer Schnur angehängt und die fällt einfach weg von diesem, das ist ein kleines Rohr, wo die drauf liegt, ja, ist eine kleine Mulde und von dort fällt die weg und damit schaltet das ab und ist Endabschaltung fertig. Ist nicht mehr zu starten von herunten. Das ist natürlich der Punkt Nummer eins. Dann sind oben verschiedene Schütz- und Schalter, Sicherungsschalter und so weiter, die auch natürlich zu warten sind, wenn irgendwas sozusagen zu Bruch geht oder sonst irgendwas. Ja. Dann kommt natürlich eins noch dazu und das ist oben das Anemometer. Es ist ganz an der Spitze ein Windmessgerät angebracht und dieses Anemometer ist eigentlich das Gehirn oder der Vorläufer des Gehirns, das Gehirn ist eigentlich der Computer, aber der Vorläufer des Gehirns oder die Sensorik, wo, in welche Stellung stellt sich jetzt dieser Rotor? Beziehungsweise, wie schnell darf dieser Rotor laufen? Der Rotor hat eine Endgeschwindigkeit von 50 Umdrehungen. Da ist er an der Rotorspitze, also an der Flügelspitze, knapp an der Schallgrenze. Ja? Das heißt, der Rotor darf nur maximal 50 Umdrehungen machen, dann tut er sich einbremsen. Und einbremsen tut er sich folgendermaßen, er tut nichts anderes, er stellt die Flügel von senkrecht zur Erde, auf etwas mehr sozusagen zum Horizont. Mhm. Ja, das heißt, er dreht einfach die Flügel und mit dem Drehen
bremst er sich in der Luft, im Wind sozusagen ein. Mhm. Und wenn null sein soll, also wenn es abstellen soll, dann dreht er natürlich komplett, damit der Wind durchgeht. Mhm. Ja? Das heißt, die Stromerzeugung ist immer gleich viel. Man schaut nur, dass man nicht über die 50 Umdrehungen pro Minute kommt. Ja, die Stromerzeugung ist gleich viel ab einer gewissen Windgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt einen 2 Meter Wind habe, fängt das Windrad erst an zu laufen. Ja, unter 2 Meter spielt sich nichts ab. Erst ab 2 Meter beginnt das Windrad zu laufen und dann kontinuierlich, je nachdem, wie halt der Wind sozusagen anlegt am Rotor, wird natürlich diese Stromleistung erhöht. Ja? Nur durch Stellung der Flügel. Ah. Nur die Flügel stellen eigentlich sozusagen den Ertrag. Und warten Sie das dann selbst oder haben Sie da eine Firma, die sich darum kümmert? Da gibt es einen Wartungsvertrag mit der Firma, mit der Erzeugerfirma. Das ist natürlich der Vorteil von der Erzeugerfirma. Es gibt auch andere Wartungsverträge von anderen Firmen. Aber da hat man halt nicht sozusagen die Gewähr, dass man diese Ersatzteile, die man unbedingt braucht, im Original bekommt, sondern da gibt es dann andere und dann hat man natürlich meistens Probleme und die will man eigentlich auch nicht. Dadurch Wartungsvertrag mit der Erzeugerfirma, der kostet zwar sein Geld, aber es ist einfach notwendig. Und wie lange kann man das so ein Windrad betreiben, bis es einfach keine Teile mehr gibt? Naja, da gibt es jetzt gewisse Vorschriften seitens des Landes. Da gibt es einmal, ich muss dazu sagen, da gibt es verschiedene Kriterien. Da gibt es einmal das Kriterium, wie schaut der Flügel selber aus. Ist da der Flügel Risse? Nach einer gewissen Zeit können Risse auftreten. Der Flügel besteht ja aus Epoxidharz, gasfaserverstärkten Epoxidharz. Und der Flügel verbiegt sich ja, der hat ja eine gewisse Biegung, ständig. Und da kann dann sein, nach gewissen Zeiten oder nach gewissen Schwerwindereignissen, dass sich da Risse im Flügel bilden. Und wenn das passiert, hat man natürlich ein Pech, dann gibt es nur mehr eins abstellen. Fertig. Man kann das reparieren, aber die Reparaturen sind da sehr teuer. Ja, was dann wiederum die Wirtschaftlichkeit in Frage stellt. Ja. Aber momentan funktioniert es, ne? Es läuft jetzt 26 Jahre mit einem Update. Das war ein Update nach 7 Jahren und zwar war der folgendes: Es war nach einem Schwerwindangriff, sage ich jetzt einmal, da waren 2 Zähne des Verstellerrotors der Gondel gebrochen. Aufgrund einer, ja, man kann das eigentlich so sagen, Fehlkonstruktion oder schlecht berechneten Konstruktion. Und aufgrund dessen ist die Gondel runtergehoben worden, ist die Gondel ersetzt worden durch eine andere. Und statt einem Drehmotor hat die jetzige Gondel dann 2 Drehmotoren. Damit ist das sozusagen das Gleichgewicht aufgeteilt auf die größere Fläche der Zähne auf den Drehkranz. Ja, interessant, wirklich. was sagt Ihre Familie dazu? Wie sehen das andere Leute? Oder naja gut, zur Familie muss ich jetzt dazu sagen, es war anfänglich natürlich mal eine Überlegung, was bildest du da eigentlich ein? Träumst du oder hast du irgendwelche Anwandlungen? Sag ich, nein, ich träume nicht. Ich sehe nur, in Holland funktioniert das. Warum kann das bei uns nicht funktionieren? Und so war es dann auch. Man hat dann in St. Pölten ein Windsymposium abgehalten. Da war ein gewisser Diplom-Ingenieur Walter, der war bei der Straßenverwaltung. Lebt seit einigen Jahren nicht mehr. Der war eigentlich einer der Initiatoren für diese ganz kleine Seewindanlage gewesen. Und ja, gesagt, wir möchten das vielleicht verbessern, ist aber nie dazu gekommen, aber es ist zwar ein Symposium abgehalten worden. Und bei dem Symposium waren natürlich einige Firmen da, die natürlich schon Windräder angeboten haben. Ne? Und da war unter anderem auch die Firma Enercon, eine Firma aus Norddeutschland, aus Emden, ganz oben, Aurich, ganz oben. Und die sind ja
mehr oder weniger mehr am Meer, und am Meer ist natürlich weit mehr Wind als wie im Binnenland, das ist eh klar. Aber trotzdem, es hat mich fasziniert, was die eigentlich damals schon an Gegebenheiten sozusagen offeriert haben. Und damit ist eigentlich meine Wahl damals schon an die Firma gefallen. Und Sie haben gesagt, zack, es muss ein Windrad sein, das haben Sie vorher schon gewusst, und dann haben Sie gewusst, wer es ist, und aufgestellt. Ja, dann kommt eins noch dazu. Das ist natürlich ganz wesentlich. Es ist ganz wesentlich, vorhin schon angesprochen. Es kommen 8 verschiedene Gutachten zum Tragen. Ich kann es jetzt gar nicht alle auf einen Tag aufzählen. Es beginnt einmal mit einem Bodengutachten, wo das Windrad steht. Beginnt mit einem maschinenbaurechtlichen Gutachten. Es beginnt mit einem elektrotechnischen Gutachten. Weiter geht es mit einem Windgutachten. Es geht mit einem ornithologischen Gutachten. Und noch einige Wahnsinn, weitere. Was da alles dranhängt. Ja, und noch einige weitere, um überhaupt das zu realisieren. Ja. Aber was mich zum Schluss noch interessiert hat, warum Wind? Warum nicht Photovoltaik oder Erdwärme oder irgendeine andere Form von Energiegewinnung? Leicht zu erklären, Photovoltaik war vor 25 oder 26 Jahren weit, weit weg. Hat es noch nicht gegeben. Oder wenn, dann nur im kleinen Rahmen, die waren ein paar Quadratmeter oder was weiß ich. Würde man es heute vergleichen, ob überhaupt, ich mir jetzt ein Windrad kaufe oder Photovoltaik? Nein, überhaupt nicht. Hat es nicht gegeben. Ja, es war nur die Alternative, wäre noch gewesen, Wasserkraft. Aber die Wasserkraft hat man nicht dort vor Ort, wo ich zu Hause bin, sondern die hat man irgendwo im Tal, wo halt ein Fluss möglich ist, ein Flusskraftwerk möglich ist. Oder ein gebrauchtes, das habe ich eigentlich irgendwann einmal auch im Sinn gehabt, ein gebrauchtes Wasserkraftwerk zu kaufen. Ist mir aber nicht gelungen, das hat mir die EVN sozusagen verwehrt. Die haben damals von der Firma Hallander Kurz, die Firma hat die Wasserkraftwerke natürlich auch verkauft, wie sie gesperrt haben. Na, mich würde nur interessieren, was heute, am heutigen Tag, quasi der Vorteil von Wind zu Solar ist. Also wenn ich mir heute überlege, ich baue ein Haus und dürfte ein Windrad aufstellen, was eh wahrscheinlich nicht so leicht ist. Leicht zu erklären, das Windrad erzeugt auch bei der Nacht Strom. Solar ist bei der Nacht tot. Außer man hat eine teure Batterie oder einen teuren Akku, der natürlich mit diversen guten, teuren Erden, von weiß gut woher, bestückt werden muss, weil sonst hat das alles keinen Sinn nicht. Und das Zweite, man weiß auch nicht, wie wird man diese Akkus einmal recyceln? Weiß heute bis jetzt kein Mensch. Beziehungsweise, die Akkus sind so teuer, dass es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht rentieren wird, einen Akku dazu. Wenn, dann nur für kleine Anlagen, aber für große Anlagen unmöglich. Das ist sehr interessant auf jeden Fall, das ganze Thema, muss ich sagen. Und wie die Zukunft weitergeht, hängt natürlich von jedem Einzelnen ab, ne? Und was auch die Möglichkeiten dann bieten. Aber auf jeden Fall ist die Energiewende in Gange. Und durch solche Vorreiter, mit der haben wir vis-à-vis, wird es sicher auch eine blühende Zukunft werden. Ich bin überzeugt. Bis zum nächsten Mal bei Nette Leute.